Hallo, 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 werte Rätselfreunde und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Point-and-Click-Adventure, zu einem neuen Abenteuer hier auf meinem Kanal. Ja, meine Lieben, lange Zeit ist es ja, dass wir gemeinsam gerätselt haben und nun ist es wieder soweit. Wir stürzen uns nämlich ab heute in die Welt von The Whispered World. Ja, ihr wisst ja, dass ich bereits vor einem oder mittlerweile anderthalb oder zwei, ich habe keine Ahnung, Jahren, Silence unbedingt spielen wollte. Das ist quasi der neueste Teil der Reihe hier. Und ich dachte mir aber so, naja, gut, okay, es soll in Silence eine super gute Zusammenfassung geben hier vom ersten Spiel. Aber ihr kennt mich. Und ja, ich bin halt so drauf, dass ich mir denke, nein, ich möchte lieber den Vorgänger gespielt haben und dann möchte ich quasi Schrittchen für Schrittchen die Reihe durchspielen. Und deswegen beginnen wir ab heute gemeinsam mit The Whispered World, was uns dann später zu dem neuen Spiel von Daedalic Silence führen wird. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe keinerlei Infos über dieses Spiel. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß, dass es anscheinend was mit einem Clown irgendwie zu tun hat. Das hatte ich irgendwie mal so gehört. Ihr wisst meine Einstellung zu Clowns. Vielleicht wird das ein reines Hassspiel, aber ich glaube es nicht. Es soll wirklich sehr, sehr gut sein. Und deswegen bin ich nämlich sehr gespannt, es mit euch gemeinsam erleben zu können. Und ich würde sagen, wir starten direkt in ein neues Spiel. Viel Spaß beim Intro. Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören, aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hast gerne lustige Geschichten mit fröhlichen Menschen und einem Happy End, aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Was ändert es, wenn ich dich belüge? Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Ja, und damit willkommen in Kapitel 1, der Herbstwald. So, das ist Cedric, glaube ich mal, nicht Cedric, sondern Cedric. Und ja, das ist der Protagonist des Spiels, ein trauriger Clown, wobei er nicht so clownig aussieht. Also er sieht schon so ein bisschen wie ein Schausteller aus, aber clownig würde ich das jetzt noch nicht bezeichnen. Da hätte ich auf jeden Fall was anderes erwartet. Aber nun gut. Ja, wir sind erwacht. Er soll für den Untergang der Welt eigentlich verantwortlich sein. Da bin ich gespannt, was wir so alles anstellen werden, damit das eintritt. So, ich habe mich auch schon mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Die ist ein bisschen anders. Es ist nicht mehr einfach nur so klicken, damit läuft er nämlich halt, sondern man muss ein bisschen gedrückt halten und dann kann man sich etwas ansehen, etwas anfassen
und etwas in den Mund nehmen? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch einfach darüber reden. Wir gucken uns erstmal diesen wundervollen Bärenteppich an. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Das Leben ist schon hart. Also, ich finde seine Stimme sehr gewöhnungsbedürftig bisher. Wie gesagt, ich habe noch nichts vom Spiel mitbekommen, aber das wird wahrscheinlich, man wird sich wahrscheinlich daran gewöhnen. Aber er klingt irgendwie so, ich weiß nicht, so jung, noch jünger irgendwie und weiß ich noch nicht. Also, mal sehen. Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe. Okay, das kann ich verstehen. Dann, ja, schmeck ihn doch mal oder so. Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Okay, das ist also wirklich das Reden-Symbol und nicht das wir knutschen das ab-Symbol, beziehungsweise wir lecken es an. Gut, dann gucken wir mal hier oben. Warte mal, hier oben ist eine Mütze. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Also er hat ja auch von mehreren Clowns geredet. Ich komme nicht dran, aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Oh. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Weil ihr dann so gehatet werdet, oh, ist ja traurig irgendwie. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. So, warte mal, jetzt muss ich mal durch ihn hindurch. Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Oh, es tut mir leid. Oh, jetzt habe ich meinen kleinen Protagonisten schon verletzt in den ersten 10 Minuten des kleine Spiels. Kleine Flamme der Hoffnung. Wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Oh, also wir haben es hier wirklich mit einem sehr negativen Protagonisten zu tun. Aber dem werden wir schon die Negativität austreiben und werden ihn einfach mal ein bisschen zum Lachen bringen. Vielleicht klappt das ja. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Vielleicht hat er sich das ja auch nicht ausgesucht. Vielleicht ist das ja so ein Familiending. Ich komme nicht ran. So ein Pech. Unsere Zirkuskleidung ist... Das ist... Okay, das haben wir ja schon gewusst. Dann gucken wir nochmal in den Herd rein. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Okay, vielleicht müssen wir eine neue Klinke finden. Um ein Feuer zu entfachen, müsste er erst einmal offen sein. Leider ist die Klinke abgebrochen. Okay, also ich glaube, die Klinke ist abgebrochen, deswegen können wir da leider jetzt erstmal nichts machen. Oh, da ist ein Loch. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Naja, immerhin eine kleine Verbesserung, würde ich sagen. Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und 2 weitere Ellbogen hätte. Dann könnte ich hineingreifen und den Ofen von innen öffnen. Die Vorstellung... Das müsste bestimmt mal durchgepustet werden. Aber das sollte jemand machen, der größer ist. Und kein Asthmatiker. Und jemand, der keine Angst davor hat, an einer Rußvergiftung zu sterben. Jemand anderes halt. Also ich hätte ihm jetzt beinahe sonst vorgeschlagen, er verwandelt sich einfach in eines dieser ganz berühmten Monster aus jedem möglichen Horrorspiel und bekommt dann 20 Arme und 50 Beine dazu oder aus The Forest oder was weiß ich woher. Und dann könnte das wahrscheinlich klappen hier mit dem Rohrreinigen, aber gut, dann lassen wir das lieber. So, hier haben wir noch ein Papierfetzen, was steht denn da drauf? Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Okay, also das soll Sedwick sein, die Kanone, dann ein Pfropfen und er bekommt vielleicht einen Fallschirm und die Bombe muss gezündet. Okay, ist ja eigentlich ganz logisch, Das soll oder? Wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Ich mag ihn, er ist so sehr, ach ich weiß nicht, er ist so sehr, sehr trocken, so vom Humor her, so ja. Also, das Wichtigste ja. ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Genau, das wäre tragisch. Der Tropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Und ich sehe jetzt schon, dass das schief gehen wird, aber ein gut. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Ha, ha, ha.
Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Oh, er tut einem instant leid, oder? Oh Nein. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, Ben hat ihn aus einem bestimmten Grund dahin gehängt. Wahrscheinlich, um mich daran zu erinnern, dass ich ohne seine Hilfe nichts hinbekomme. Ja, oder um dich daran zu erinnern, was der heutige Trick sein wird in der Vorstellung, falls ihr eine Vorstellung gebt. Ben? Ja? Hast du diesen Zettel hier hingehängt? Ja, das ist eine Anleitung für deinen Kanonenrohrtrick. Mein Kanonenrohrtrick? Genau. Für irgendwas musst du ja gut sein. Und Opa ist langsam zu alt dafür. Oh, aber die Stimme ist von dem großen Hasen aus The Night of the Rabbit. Genau. Ich glaube jedenfalls, dass ich sie erkannt habe. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal raus. Kannst du das auch so ohne meine Hilfe? Ein knappes Dutzend zusammengenagelter Bretter hängen hier an zwei schlecht verschraubten Scharnieren. Sie schützen mich vor wilden Bestien, Mördern und allen anderen Gefahren, die das Leben in freier Wildbahn bereithält. Oh, süße Illusion. Allerdings, ich wollte es gerade sagen, so wirklich schutzvoll sieht es nicht aus. So, dann würde ich mal sagen, Chadwick, wir gehen raus. Bist du wach? Komm sofort her! Es ist schon hellichter Tag. Genau, ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Yay, oh, ich kann seinen Unmut total verstehen. Ich hasse Zirkus. Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Chadwick. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Oh, seid ihr auch so getriggert durch dieses Schnarchen im Hintergrund. Oh, da bin ich am liebsten sofort mit dem Spaten, der da steht, richtig schön eins über die Oma hauen, ey. Das gibt's gar nicht. Ich hasse Schnarchen. Oh, armer kleiner Spot. Ich suche ihm das was zu trinken. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Lecker. Alles in einem. Multitool. Okay, oh Gott, Spot. Kann Spot ich nicht mitnehmen? Dann bin ich hungrig. Oh, guck mal hier, ein kleines... Oh, ist das süß! Oh, ist das süß! Da, ab in den Eimer mit dir. Da ist doch Wasser drin, oder nicht? Das geht sogar, ist das süß. Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Ja. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es das beste Wasser für ihn ist. So ein bisschen Waschwasser. Oh. Mahlzeit. So süß, wir haben jetzt einen kleinen Spotball. Oh, ist das süß. Oh, ist das niedlich. Wir könnten die gegen Leute werfen. Oh, hier, guck mal, Ben. Süß. Sag mal, was ist denn mit Spot los? Ich habe ihm was zu trinken gegeben, wie du gesagt hast. Aber doch nicht von dem Waschwasser, oder? Himmel, seid weg. Da war doch die ganze Stärke drin. Na und? Spot scheint das nichts auszumachen. Okay, also Chadwick und ich, wir haben wirklich dumme Ideen, aber das wundert mich, um ehrlich zu sein, nicht ganz so. Also es ist halt dieser Pragmatismus, ne? Wasser, kombiniere Wasser, er braucht Wasser, also Kombination er und Wasser zusammen, dementsprechend hat er keinen Durst mehr. Also von daher, alles gut. Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren können wie er. Das sagt er mir bei jeder Gelegenheit. Also sind wir tatsächlich in einer Kunst, beziehungsweise in einer Künstlerfamilie, in einer Schaustellerfamilie. Und wir sind einfach nur der dumme Idiot, der überall rausgeschossen wird, leider. Darf ich auch mal? Du und jonglieren? Ha! Du würdest doch selbst deine Nase fallen lassen, wenn sie nicht festgewurzelt wäre. Jonglieren ist etwas für Macher, nicht für so zaudernde Grübler wie dich. Okay, ein bisschen unhöflich. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben,
Die zerklüfteten Felsen. Himmel, Sedwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Das ist schwer, wenn man Sedwick heißt. Also wir sind ja schon von Haus aus damit irgendwie bestraft. So, wann ist denn der nächste Auftritt? Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Das Ende naht. Ich meine, ja, wir könnten ja solche Unheilsbringer werden. So von wegen, die durch die Städte ziehen und klopfen auf Pfannen und sagen, hey, das Ende naht, liebe Freunde, spenden Sie jetzt noch 50 Euro für Ihr Seelenheil. Oder irgendwie sowas. Ich meine, das ist toller als Clown. Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sehe es ein, Sedwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Wie wär's mit Theater? Was hältst du von Philosophie? Irgendwas Intelligentes halt. Also, dass wir jetzt Gedichte geschrieben haben, damit pinkeln wir uns quasi nur selbst ans Bein. Warte mal, gibt's ja... Ah, du hast recht, Zirkus ist die einzig lohnenswerte Unterhaltungsform. Okay, was hältst du denn von Theater? Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Schon gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Sag mal, was hältst du denn von Philosophie? Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Natürlich, irgendwas Intelligentes irgendwas halt. Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal, wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Ja, da hast du recht. Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. O finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. O finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber... Gut. Okay, also ich musste ja wirklich schmunzeln einfach auch jetzt schon mehrfach. Es ist wirklich, ich mag Sedwick. Also am Anfang denkt man sich so, oh, aber irgendwie, er kommt jetzt schon sehr sympathisch rüber. So total so, ha, das Leben ist furchtbar, aber auch weil er in so einer Welt hier gefangen ist. In so einer, ja, Talent... losen. Oh, doch, ein bisschen Talent ist an. Naja, ich sag dir was. Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Der Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Was hat er da gerade über Träumende gesagt? Du Arsch! Okay, ich mag ihn jetzt schon nicht, weil ich träume nämlich verdammt gerne und ich kann mich ja auch wirklich an bisher nahezu jeden Traum halt, seitdem ich darüber nachdenken kann, was ich geträumt habe, seitdem ich das aktiv mitbekomme, kann ich mich ja auch wirklich am nächsten Tag immer an die Träume noch erinnern, die ich in der Nacht zuvor geträumt habe. Und das ist immer verdammt cool. Ich meine, sich in so diese Welten zu flüchten. Neulich habe ich erst so ein Xenoblade 2,
Final Fantasy-Schwert, so ein riesiges Ding, einfach so aus dem Nichts erschaffen, so, war in so quasi mit zwei anderen und die dachten so, ey, guck mal, der kann die, der, ich bin immer irgendwas anderes, kann nichts und der ist neu und der ist bestimmt noch nicht erfahren, dann habe ich einfach so meine natürlichen Talente spielen lassen und das, sowas bleibt einem in Erinnerung und auch gerade Bücher, das gibt einem so gibt viel. Gibt es etwas zu tun? Hast du etwas schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das? Das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Okay, bis dann würde ich mal sagen. Ja, bis bald. Bis dann. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Ich werde es versuchen. So, aber meine lieben Leute, das war's auch schon leider wieder mit der ersten Folge von The Whispered World. Es, glaube ich, man muss dem Spiel ein bisschen Zeit geben, bis es einen catcht. Ich finde es bisher einfach sehr sympathisch. Ich finde Sedgwick einfach sehr, sehr niedlich, so ein bisschen halt, ja, sarkastisch, ironisch, mit ein bisschen Prise schwarzer Humor dazu, das ist eigentlich ganz nett. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickeln wird. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und auf jeden Fall, eure Kommentare jetzt zum ersten Part in die Kommentare schreiben. Oder euer Kommentar zum ersten Part in die Kommentare. In die Kommentarsektion, um genauer zu sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Whispered World. Bis dahin verabschiede ich mich und sage... Bye-bye.